Wer es schön knackig kalt haben will, der muss schon eine längere Reise in Kauf nehmen. In der Nordwesthälfte Kanadas sind derzeit minus 20 Grad. In Mitteleuropa bleibt es weiterhin sehr mild für die Jahreszeit. Wir waren heute Nachmittag in der Nähe von Bad Füssing. Die Gänse durften ins freie Gehege. Kein Wunder bei dem schönen Wetter. Trocken war es. Der Nebel hatte sich auch weitgehend verzogen und die Sonne tauchte Bäche und Flüsse in ein warmes Licht. Ein teilweise schöner Herbsttag. Die Vorhersage. Im Westen und Norden klart es heute Nacht teilweise auf. Vor allem im Süden fällt örtlich noch etwas Regen oder Sprühregen. Morgen viele Wolken, besonders im Süden und an den Küsten. Sonst ist es in den Höhenlagen sonnig. In den Niederungen verbreitet zäher Nebel oder auch Hochnebel. Am Tag haben wir 6 Grad im Bayerischen Wald und 10 Grad am Niederrhein. In der Nacht zum Freitag liegen die Werte meist über 0 Grad, nur vereinzelt kann es leichten Frost geben. Am Freitag im Süden teilweise zäher Nebel, im übrigen Land scheint recht häufig die Sonne. Am Samstag und Sonntag kommt der Südosten wahrscheinlich eher in den Genuss von Sonne. In den übrigen Landesteilen ist es teils neblig, teils bewölkt und es kann auch etwas regnen.